Hallo Männer! Alle Fragen euch im Vertrauen. Kennt ihr wirklich eure Frauen? Ja. Alles jedenfalls weiß ich genau. Sie ist schon was Besonderes, die Spezie Frau. Du meistens daheim Arbeit et ergibt. Und auch jetzt sagt, ich tue sie ergeben. Doch die Realität zeigt ein ganz anderes Innenleben. Tätsch mir et, man sott. Oder könntsch mir auch das noch machen? Jetzt, Männer, kommen Sie euch bekannt vor die Sache. Letztes Jahr stand ich hier als Jungsenior. Wenn ich heute so überlege, war das ein Rechtsäuge da. Denn mittlerweile, und das ist jetzt schön, bin ich von meiner Frau der DVD. Die meisten den auch Depp vom Dienst dazu sagen. Ich bin jetzt der ideale Ehegatte. Noch irgendwelche Fragen? Meine Frau gibt mir tagtäglich akribische Instruktionen und das alles für das Thema schöner Wohnen. Also ich habe da so ein richtiger To-Do-List. Die von mir natürlich jeden Tag zum Abarbeiten ist. Du in der Wohnung, Blumengießer, vergiss ja nicht alle Tiere abzuschließen. Kann der gelbe Sack vors Haus bringt der Müll alle zwei Wochen raus. Vergess mir nicht vor der Haustier sauber zum Kehren. Du umrau den Briefkasten leeren. Putz den Hausgang weg im Dreck, rum deine Kleider weg. Schließ die Läden rund ums Haus, wisch nur die Badwanne auf, echt aus. Reib mal übers Handwaschbecken, lass ja das Klo nicht verdrecken. Spiel die Teller, spiel die Tasse, kann ich mich auf die verlassen. Na sag ich zu dir, verwundert und völlig fassungslos. Schatzi, keine Angst, ich mach alles tadellos. Entscheißen, Alter, mach ich noch. Wenn sie vor dich rufen, krieg ich meine Putzfrau an. Du möchtest in zwei Stunden alles sauber im Haus. Und ich bin der Beste. Und raus aus dem Haus. Samstags sitzen wir beim Frühstück und schwätzen kein Wort. Meine Frau liest ihre Sonderangebote, ich in der Zeitung, der Sport. Richtig angenehm und schön, bis die Stimmung sich dreht. Da spürst du richtig, dass sich bei ihr innerlich was bewegt. Sie wird schon langsam unruhig und scharret mit den Hufe. Kurz darauf kommen sie noch, die Duhu-Rufe. Und wenn die kommen, dann weiß ich bestimmt noch viele Ehejahre, dass da eben das Ed stimmt. Da. Da ist eben im Busch und sie hält es auch nicht lang aus. Na sprudelt es richtig gehend aus ihr raus. Wir müssen den Stadtheit zum Schoppen. Es gibt viele Angebote im Bereich. Ich brauche unbedingt noch ein Kleid. Sag ich zu ihr, das kannst du hallo machen. Ich habe noch viel zum tun, andere Sachen. Ich bin ja zu allem bereit, aber jetzt zum Shoppen und das auch noch heute. Na, meinst du, sie hat's verstanden? Sei alles in Butter, na, schalte das Telefon. Sie ist die Schwiegermutter. Du sagst, sie will jetzt gleich kommen. Da war ich leichenblass. Ich sag, Schatzi, leg auf, wir gehen einkaufen. Wir schaffen das. Es gibt halt für Frauen nichts Schöneres auf Erden, als von uns Männern samstags in Stadt ausgeführt zu werden.
Mit einem Hurra treffe ich da den Kurt, den Kalle und den Frieder. Samstagmorgens Altrix wieder in der Fußgängerzone der Stadt, weil auch deine Ehefrau noch was zum Einkaufen hat. Und wir dann mit Taschen bepackt als folgsame Gatte, den zusammen vor den Läden auf unsere Frau brav warten. Weil ihr müsst wissen, meine Frau, die kauft halt mal gerne ein. Sie braucht's halt einfach, um glücklich zu sein. Parfüm, Creme, Reizwäsche, Modeschmuck. Ich bin noch, wie gesagt, der DVD und lauf rum mit der grausen Guck. Viel Klump kauft sie ein, was keine Sau braucht. Deshalb fragen sie dann auch, warum kaufst du so viel Krempel ein? Dann sagt sie, Schatzi, ich brauch das halt, um glücklich zu sein. Und außerdem, mein lieber Mann, das waren doch Schnäppchen, die ich so noch nie getan. Schnäppchen, liebe Leute, das sind außer Sache. Frauen wollen immer Schnäppchen machen. Die sogenannte Schnäppchen meiner Frau, dort trifft in der Schlag, kostet mich einmal pro Schnäppchentag jedes Mal 500 bis 700 Euro. Meine Frau ist heavy, aber teuro. Aus Männer dagegen kann man mit viel weniger Sachen sehr kostengünstig glücklich machen. Wir brauchen am Tag 2,84 Euro inklusive Fernsehgebühr für Sportschau, Ordnis und zwei Weizenbier. Und da denkst du, nach ein paar Stunden Einkaufsstress, alles okay, du kannst jetzt heim aufs Sofa zum Wellness. Deine Frau ist zufrieden, hat ihre Klamotten und du deine Ruhe. Dann kommt unüberhörbar ein Aufschrei. Schatzi, da hieber, da geht's Schuh. Ein Schuhgeschäft, das weiß ja jeder mal, zieht ein weibliches Wesen magisch an. Meistens bleibt sie in dem Laden ein bis zwei Stunden, hat dann aber noch nichts Passendes gefunden. Und das zieht sich natürlich wie ein roter Faden, so wandern wir weiter in den nächsten Laden. Der Mann natürlich im Schlepptau hinterher, der ist genervt und kann nicht mehr. Da wünscht er sich manchmal, er wäre in der Türkei, denn da laufen Männer voraus und Weiber hinter drei. Im Schuhladen neben mir steht auch so ein armer Mann, der stundenlang auf seine Frau warten kann. Bald schon kommt noch ein Dritter hinzu. Hallo, grüß Gott, kaufen eure Frauen auch Schuh? Zum Schluss stehen da 10 Ehegatten vor dem Schuhgeschäft und warten, sind einsam, traurig und deprimiert und fordere ich heute total engagiert. Jedes Schuhgeschäft braucht zu diesem Zwecke eine Männersammelecke. Da kann die Frau den Mann mal eben vor dem Schuhkauf zur Betreuung abgeben. So eben, es wäre doch subi von Mann und Frau. Ich meine, in den Möbelhäusern, in der Cafeteria, da klappt's doch auch. Jetzt wisst ihr alle ziemlich genau, welchen Stress ich als Ehegatte habe. Ich erzähle die ganze Geschichte, aber halt, ich habe vergessen, die eheliche Pflicht. Bis hierher war alles nur in Butter und Heil, doch jetzt fängt sie an, die Tragödie im Detail. Nach deiner ganzen Hausarbeit und dem Schuppen ist meine Frau so happy und will unbedingt noch. Grazui! Du meistens, wenn ich Kind Migräne hat und lieber pinnt, will heut,
Das kann ich schon im Vorfeld spielen, mich mit Lust und Leidenschaft verfieren. In Häusestraps und geilem Negligé. Ich krieg bald keinen Schnaufen mehr. Und wenn so jetzt nur kriegen kann, dann wünschst du dir als älterer Mann noch 2-3 Stunden und saumiert, sie hätte auch heute Migräne kriegt. Doch ohne Frage geht euch sicher alle nur durch den Kopf. Warum möchten das der alles, der arme Tropf? So ein Geschiss daheim um aller Herrgottswelt. Die Antwort ist einfach, meine Frau hat Geld. Jetzt wisst ihr, wie es um mich steht. Jetzt wisst ihr, wie so ein idealer Ehegatter geht. Aber ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen übertrieben. Denn meine Frau, es ist ja ganze Liebe. Und deshalb sage ich zum Schluss ganz im Vertrauen, wir Männer, wir brauchen starke Frauen. Hello! Der ideale Ehemann, zum ersten Mal in der Fernsehbit, unser Ferdi Kehrer vom Kulturring hier aus Stadtsdorf. Ferdi, Kompliment, das hast du klasse gemacht. Wir lassen dich hochleben mit einem dreifach kräftigen Ehegatten. Hello! Ferdi, hello! Dönsdorf, hello! Dankeschön, Gruß an deine Frau.